Hallo und herzlich willkommen, liebe Tomb Raider-Freunde. Mein Name ist Sirius. Lara steckt in der Falle. Und ich hoffe, wir sind nicht wehrlos. Zwei Stück. Wow. Mein kleiner Vogel. Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Ralph? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ralph, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Bist du okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Die Pfeile. Nimm die Pfeile aus den Wölfen mit, Mädel. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Na toll, alle gehen wieder und lassen sie alleine. Ja, nicht stehen bleiben. Okay. Achso, wieder so eine Lagerfunktion haben wir hier sofort. Das lassen wir mal aus. Außen vor. Was ist das? Was kann ich hiermit machen? Das kann ich in Brand stecken? Soll ich das in Brand stecken? Pfeile? Gut. Wie mache ich eigentlich die Fackel jetzt an, frage ich mich gerade. Gibt es hier irgendwie sowas wie so ein Schnell-Auswahlmenü? So hole ich den Bogen. So, und Fackel? Oder muss ich dann hier einfach stehen bleiben und dann... Nee, ich habe keine Fackel mehr. Feuer erforderlich. Achso, okay. Kann ich Feuer nehmen? Nein. Feuer kann man, glaube ich, immer an diesen Dingern hier nehmen, oder? Ah ja, okay. Das ist jetzt einfach für mich auch so ein Versuch, was hier passiert. Gar nichts. Ach, guck mal, da liegt irgendwas. Ich finde, man hat schon so ein bisschen Bock, auch die Welt zu erkunden, oder? Anstatt jetzt nur durchzurennen. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten. Okay. Galerie freigeschaltet. Okay. Ich folge ihm mal, oder? Er war. Hier oben, ich hab was gefunden. Wo hier oben? Das geht gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da ist ein großes Tor. Ein Hase. Ausweichmanöver. Drücke B, um, okay. Hey, ich hab B gedrückt. Kommt hier wieder so ein Zeitloop-Move? Nee, kommt nicht.
Oh, ich hab versäumt. Oh, Lara stirbt. Oh, Lara ist gestorben. Entschuldigung. Also ich habe damit eigentlich ein bisschen gerechnet, dass so ein Zeitlupen-Move halt kommt. Wenn die Wölfe wieder springen, genauso wie das vorher war. Bei dieser Szene, wo sie in der Falle eingeklemmt war. Das klingt gar nicht gut. Okay, ich nehme einfach mal einen anderen Weg. Nee. Da kann man nicht hochspringen. Guck mal, immerhin nett, der Hase ist nicht da. Das bedeutet, es ist nicht so geskriptet. Ah, ich habe wahrscheinlich genug. Kommen jetzt nochmal Wölfe. Ah, da bin ich jetzt ausgewichen. Boah! Okay, kann ich jetzt hier meine Pfeile wiederfinden? Vor den Wölfen warnen können, Doktor. Ja, hätte er wirklich. Alles frei, Lara, komm rauf! Blöd, Mann. Also Pfeile gibt es zur Genüge. Und auch Feuer können wir relativ häufig anzünden, wie man sehen kann. Da ist irgendwas. Also hier muss man schon ein bisschen immer Umgebung ruhig erkundigen, oder? Bergungsgut. Sammeln Sie Bergungsgut, um Basislager Waffen-Upgrades durchzuführen. Das ist sehr schön. Das Tor ist uralt, aber der Mechanismus, der wurde erst kürzlich gebaut. Was denn, schaffe ich das nicht, oder was? Zum Öffnen ist eine stabilere Axt notwendig. Okay, da müssen wir die Axt vermutlich erstmal upgraden. Was haben wir hier? Ist das auch was? Essen? Ach, guck mal hier. Okay. Ja, okay. Ich geh mal rauf, dann geht's auch mit der Story weiter. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Oh Mann, der Fred, du. Guck mal, da hinten liegt wieder so ein Buch, glaube ich. Schatz, bitte. Denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Aha, okay, du Schwein. Mich hier verarschen wollen. Sammel Bergungsgut für Upgrade der Axt. Ich habe ja schon ein bisschen Bergungsgut gesammelt. Oder gibt es noch mehr Bergungsgut? Die Kiste konnte ich nicht aufmachen. Da waren Pfeile. Ich laufe mal in diese Richtung. Bisschen erkunden hier. Hase! Hase wird nicht angezeigt. Pfeile liegen hier aber an allen Ecken und Enden rum. Ne? Da oben ist eine Truhe, sieht man. Kann man sehen. Haut ab! Oh, ich habe den ja getroffen, oder nicht? Oh, ich will nicht schon wieder sterben. Hey! Boah, der hatte schon einen Pfeil-Intus.
Stehe ich mich gerade extra hier ein bisschen doof an? Oh Mann, ey. Gibt's eigentlich sowas wie eine Lebensanzeige für Lara? Los, feil her, du Penner. Pennerwolf. Mir fehlt so eine Option, wie ich hier so einen Berg runterrutsche oder so. Das sieht cool aus. Ein bisschen wie bei Crysis, ihr wisst schon, was ich meine. So. Finishing Move against the Wolf. In Hintergeschossen, würde ich sagen. So, hier haben wir Bergungsgut. Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. Okay, 20 von 50. Eigentlich ja 2 von 5, aber... egal. Bisschen viele Wölfe hier, oder? Da drüben ist noch eine. Seht ihr die schon? Ich sehe sie schon. Hallo Hirsch. Ich brauche mehr. Ja, ich bin ja dabei. Was ist hier? Ach, guck mal, wie viele Tagebücher wir finden. Ich habe eigentlich gar keinen Bock. So eins mal pro Folge oder aber drei Stück direkt. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. So, wenn ihr das immer komplett lesen wollt, ich lese das immer dann in der Zeit schon, dann könnt ihr halt die Pause-Taste drücken. Das wäre so mein Tipp für euch. Aber ich versuche das schon relativ möglichst lange laufen zu lassen, sage ich jetzt mal. Was war da? Da war gerade irgendwas mit Untersuchen. Was war das? Eine Art Behälter. Aha, okay. Wer hat das zurückgelassen? Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Das sieht aus wie ein Lager da unten. Aber ich mag dieses Schwarz-Weiß-Setting auch unheimlich. Die kriege ich nicht auf, oder? Ist hier mein Lager oder was? Weil hier so meine Rolle liegt? Anscheinend, ne? Achso, von hier komme ich ja. Ah, okay, das ist natürlich eine doofe Idee. Wollen wir einmal einen Blick auf die Karte werfen? So, was ist das? Ein Geocoach? Den habe ich da gefunden oder was? Ein Dokument? Oder finde ich das da noch, wenn ich da hingehe? Und was ist das? Relique? Also, wahrscheinlich habe ich die Sachen da gefunden in dem Bereich, oder? Ich laufe mal einfach hier so ein bisschen zurück. Irgendwo muss das Zeugs ja zu finden sein. Weil dann muss man hier die ganze Zeit wirklich so die Gegend scannen. So irgendwie. Ah ne, Entschuldigung, das ist ja komplett falsch rum. No Luck, No Skill bei der Wegfindung mit Sirius. Heute mal wieder verirrt bei Lara Croft. Das kann ich irgendwie super, oder? In die falsche Richtung laufen, das kann ich immer spitze. Läuft sich auch schon relativ relaxed hier für mich, oder meine ich das nur? Hampel nicht so rum, Mädel. War ja schon wieder so eine Verwesungsleiche da, oder? Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Das ist mir doch egal. Ich will so ein Zeugs finden. Du weißt schon, was ich suchen musste. Und nicht hier. Ach, guck mal, da steckt noch ein Pfeil drin, oder? Ah, nee, auf jeden Fall keinen, den ich nehmen kann. Ach, guck mal, da ist so eine Seilrutsche da, oder? Seht ihr das? Oder seht ihr das? Also ich sehe das. Seht ihr das auch? So. Noch ein bisschen mehr. Ja, noch eine scheiß Kiste. Guck mal, da ist so eine Seilbahn irgendwas. Ich gehe mal hier unter die Brücke in den Fluss rein.
Klatsch. Einmal duschen mit Lara Croft. Es lag hier jetzt meistens immer so ein bisschen so unten drunter irgendwo versteckt, oder? Ja, guck mal, was ist das? Was macht sie denn da? Man kann aber nicht damit interagieren irgendwie. Ah, da haben wir es. Perfekt. So, das müsste reichen. Mal sehen, ob ich die Axt wieder hinkriege. Okay, jetzt laufen wir hier zum Lager. Hallo Hirsch. Hier war ein Lager, oder? Wo war, was ist denn jetzt hier ein Lager? Das ist ein Lager, okay. Überall, wo man sich hinsetzen kann halt. Okay, dann kommen wir jetzt zum ersten Waffen-Upgrade. Tageslager, Bergungsgut. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. Dann machen wir das mal. So, wir haben irgendwas gesammelt, 50 Sachen, und wir können daraus machen eine Stemmaxt. Rechts steht nochmal Verstärken. Verstärkt die Stemmaxt, sodass sie zum Bedienen von Kurbeln tauglich ist. Na, Logo. Okay, dann machen wir das mal. Bam. So, das war's. Vermutlich. Upgrades ansehen? Nö. Nö. So, wollen wir noch kurbeln oder wollen wir das Kurbeln in der nächsten Folge machen? Was, komm, ich kurbel noch mit euch. Alles klar? Ja, klar. Soll's losgehen? Ja, klar. Kann losgehen, Doktor. Dann leg los. Guck mal, da die Figur sieht auch heiß aus, oder? Moment, ich komm. So, jetzt, Doktor. Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Ich weiß, das alles ist eine traumatische Erfahrung, Kleines. Aber wir sollten wirklich weitergehen. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Diese Insel ist historisch sicher bedeutsam. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. So, meine lieben Freunde, und an dieser Stelle, bevor wir jetzt irgendwas furchtbar Geheimes finden, mache ich nochmal einen Screenshot. Dann zuckt sie immer so nett. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch aus der heutigen Folge Tomb Raider gespielt mit Sirius. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben drücken oder mir einen Kommentar da lassen. Würde ich mich auf jeden Fall über beides freuen. Ich sag bis zum nächsten Mal, meine Gaming-Freunde, und haut rein.